Ja, ich habe davon die Rüstung bekommen. Ja, hau mal die CD dann rein. Ja, und die Axt habe ich von ihm bekommen. Oh, die Axt, okay. Wo ist denn Plattenspieler-Ding? I do not know that now. Du bist kein Plattenspieler, oder? Doch, hier ist er. Hopp. Da kommt Blut, Wither, da kommt Blut. Herobrine, ich werde deinen Tod rächen und Chaos über ihre Welt bringen. Nein. Mein Gott, Herobrine hat wirklich den Wither beschworen. Wir müssen ihn töten, bevor er durch das Portal kommt. Nein. So, aber das Ganze müssen wir natürlich erst noch im Questlog nachlesen. Genau. Wo sind wir? Auf Seite 5, glaube ich. Seite 5, ja. Was? Okay, kill the Wither. Warning. Dieser Bossfight braucht Koordination und Skills. Okay, wir hören auf. Ja, yep, tschüss. Stell sicher, dass du gut vorbereitet bist. Du kannst ihn jederzeit, den Kampf jederzeit verlassen und so auf Pause setzen. Okay. Okay. Ach komm, scheiß drauf, einfach rein da. Hier ist eine Tür. Whee, so. Hallo. Ich hab die fette Axt von ihm. Ja, wir sind gut vorbereitet. Moment, vorher brauche ich noch was zu essen. Ja, schmeiß dort mal rein. Ich hab noch einen Apfel. Hey, wir sind hier. Vielleicht sollten wir noch ein paar Upgrades und Potions bringen, bevor wir in diesen gruseligen Ort gehen. Wo seid ihr? Ich Victor. Weiß auch nicht. Hier gibt's eine Wither-Strategie zum Mitnehmen. Ach, da sind sie. Hier auf der gegenüberliegenden Seite. Ah, hey, ihr beiden. Was geht, Jungs? Ich hab mir mal den Helm gekauft. Den hab ich zwar schon, aber jetzt ist er wieder voll. So. This guide contains spoilers. Okay, damit man ihn auf die richtige Art töten kann. Ach so, scheiße, ja, man kann hier auch noch weitergehen. Hätte ich gar nicht machen sollen, ich seppe. Ih, doof. Hast du zufällig noch ein Goldnugget über? Nee, ne? Nein. Weil du kannst doch, dir das, eigentlich hab ich das Demonic Set kaufen. Ich Idiot hab mir natürlich gerade erstmal einen Helm geholt, weil ich vergessen habe, dass man weiter skippen kann. Ah. Ja, hab ich leider nicht dran gedacht. Ja, ich hab Goldnuggets, nämlich zwei. Das reicht für gar nichts. Cool. Hast du schon was von diesem Demonic Set? Ja, Hosen. Willst du dir nicht sonst lieber was holen? Ja, was? Nimm ruhig. Hier, nimm mal. Cool, dir was. Ich hab ja schon recht viel von diesem Demonic Set. Lass mir die jetzt. Okay. Dann nehme ich. Die Brust. Habe ich die jetzt da? Okay. Mistding, so. Okay. So, Moment, ich bin gerade noch dabei, mich auszurüsten. Wir warten gern. Du könntest ja mal kurz hier den wunderschönen Ausblick genießen. Der verarscht mich. Okay. So, alles klar. So, dann haben wir hier wieder ein paar Schilder für dich. Das ist der einzige Bossraum, den man verlassen kann. Warning, this boss is extremely hard. Okay, der Boss ist verdammt hart. Stell sicher, dass du genug Potions und Gear hast. Alle Mechaniken werden auf Halbstopp gesetzt und bis du zurückkehrst. Ich habe überhaupt keine Potions, aber egal. Wir lesen uns mal kurz die Strategie durch. Nein, komm, erstmal draufgehen. Willst du einfach draufhauen? Ja, jetzt gehen wir erstmal rein. Okay. Kämpfen gegen ihn und danach können wir immer noch die Strategie lesen, falls es. Wither. Okay, ich will nicht mehr. Tschüss. Okay. Warte, da ist noch. Warte mal, hier ist noch ein Schalter. Was macht er? Ah ja, okay, hier kann man zurückgehen und den Kampf auf Bring it on. Kommt schon Menschen. Lasst uns Spaß haben. Holy shit! Okay, wir sollen ihm 10 Kristalle der Wut bringen, damit er uns einen Bogen bauen kann. Sagt Victor gerade. Okay. Was ist das hier? Ah, Licht. Was sind denn Kristalle der Wut? Das droppen die Skelette. Ah, okay. We're under heavy fire. Oh. Das ist wahrscheinlich der Wither, nehme ich mal an. Ja. Das Ding, was da fliegt. Was? Holy Water ist ab.
Was für Holy Water? Ja, so viel zum Thema, wir lesen die Strategie nicht. Ja, das stand ja drin, das ist Spoiler, ne? Ah, diese komischen Trendinger, die Skelette droppen. Ja, ich hab's schon gesehen. Die kannst du da hinten in der Ecke, wo er steht. Kannst du 10 davon? Was kann man damit machen, weißt du kannst das? Du, mit 10 Stück davon kannst du da hinten in der Ecke dir einen Bogen bauen. Ah, okay. Alter, der reckt das ja alles. Da braucht man wahrscheinlich diesen Special-Bogen. Würde ich mal sagen. Aua. Irgendwas haut mich hier. Glaube ich. Wie viel hast du von den Tränen? 5. Kannst du mir die irgendwo am Boden schmeißen vielleicht? Ja, hier. Bin ich auch erstmal gleich drauf gestorben. Alter, okay, ist das ein Beschuss. Ja, aber dann kannst du dir das Teil da mal holen. Wow. Hast du die Tränen weggeschmissen? Nein. Eigentlich nicht. Hä, hey, wo sind die hin? Ja, weil hier lagen gerade irgendwie so 10 Tränen rum. Dann schmeiß mir die nochmal in den Boden, ja. Ja, und dann sammelt er sie wieder ein, weißt du? Ja, was soll ich machen? Außerdem habe ich sie noch nicht mal weggeschmissen. Wo sind sie denn gelandet da? Warum schick... So. Wo ist der? Wo ist der Arsch? Das kriegst du mit dem Bogen ins Maul, ey. Wow. Wo ist der jetzt auf einmal hin? Ja! Da ist er. Bam! Ah, das sieht ja ganz gut aus. Ich gebe dir Rückendeckung. Bam! Bam! Aua! Er bricht mir gerade die Beine. Das ist doch gut. Bam! Bam! Krieg doch mal Schaden hier. Solange der Typ nicht fokussiert, kann ich ihm nichts tun. Ich kann ihm leider nicht wirklich viel Schaden machen. Okay, ich bin tot. Das ist gut. Ist er erstmal von mir abgelenkt. Nein, ich wollte gerade eine Potion versuchen zu nehmen. Der Bogen ist kaputt. Aber den kriegt man auch schon fast kaputt. Ja. Wenn er jetzt nicht wieder hochfliegt, ja. Wir müssen Skelette töten. Wow. Hast du noch ein paar Tränen? 4 Stück? Ja, 9 hab ich. Okay, dann schmeiß ich mal hin. Kommt wieder der alte Sniper hier. Das ist gerade schlecht. Geht auch so. Okay. Hast du die Schallplatte? Nö. Sag bloß, das Ding ist jetzt da runter geflogen. In die Lava. Und da verbrannt. Das wäre uncool. Nein! Arschloch. So, ich bin's einfach mal hier runter gehüpft. Aber hier ist nix. Ich glaube, die Schallplatte ist verbrannt. Das ist uncool. Alter, warum sind denn hier immer noch so viele Skelette? Ja, weil die spawnen weiter. Weil der Boss ist zwar tot, aber wir können die CD nicht einschmeißen.
Alter. Das ist schlecht. Hast du noch mal ganz genau nachgeguckt, ob du sie nicht irgendwie übersehen hast? Ne, die ist hier runter. Du hast ihn hier an der Ecke gekillt. Hier an der Ecke liegt nix. Unten liegt auch nix. War? Irgendwas habe ich aber gesehen, was er gedroppt hat. Ja, das ist alles runtergefallen, Juvi. Alles runter und unten, wenn du hier runterschaust hinten in der Ecke, da ist Lava. Die dir vielleicht auffällt, wenn du hier runter guckst. Alter! Irgendwas hat der trotzdem vor die Füße bekommen. Irgendwie so einen gelben Diamantenkristall oder irgendwie sowas. Alter, diese scheiß Skelette. Wo bist du denn? Tot. Achso. Was macht man jetzt? Ja, jetzt haben wir durchgespielt. Herzlichen Glückwunsch, wir haben es geschafft. Wir können zurückgehen durchs Portal. Oder wir resetten den Kampf einfach mal. So, wir sind raus. Wenn wir jetzt wieder reingehen, sollte er tot bleiben. Gucken wir mal nach. Oh, sieht so aus. Das heißt, es spawnt auch keine neuen CDs. DVDs, Blu-Rays, was auch immer. Aber du hast einfach mal im Inventar so nachgeguckt, sicherlich, ne? Nein, habe ich nicht. Könnte ich es vielleicht doch im Inventar haben? Natürlich habe ich nachgeschaut. Oh, bei dir weiß man nie. So, jawohl, dann sind wir hier durch, ne? Herzlichen Glückwunsch, wir haben es geschafft. Check das gerade mal, ob die hier unten vielleicht noch irgendwo rumliegt. Ach, hier kann man die Feuer gar nicht löschen. Hä, doof. Aber ne. Ja, wie gesagt, die ist in die Lava gefallen und Ende ist. Also. Ja, kann ja sein, dass die da unten auch noch irgendwo rumliegt. Auf dem Sockel da. Hätte sein können. Ich war schon da unten. Was steht denn sonst noch? In dem Questlog. Subscribe on YouTube. Ja, alles klar. Gut, das war's dann. Ja, gut. Also, ist damit eben so. Sind wir durch. Wir haben den epischen Bosskampf geschafft. Unsere CD haben wir verloren. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir noch ein gemeinschaftliches Bad in der Lava nehmen, oder? Ja, machen wir. Hui. So, ja, dann würde ich sagen... Wir schmeißen uns dahin, wo die CD war. So. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war mal eine kleine Adventure-Map von uns. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann wieder in der normalen Story. Bis dahin dann. Tschüssikowski. Ciao.